Ach ja, die Gosse der Hafenstadt. Willkommen zurück zu Risen. Wir haben hier noch ein, zwei Häuserchen übrig, die wir durchsuchen sollen. Das Problem ist, hier steht gerade so ein Wachenkerl. Ich darf doch mal an deine Kiste ran. Oh nee, das habe ich gerade teuer gekauft, du Arsch. Ich kaufe das teuer und was ist? Kriegst du eigentlich einen Trank? Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Ah, Wolfsfell brauche ich aber nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Ich brauche doch andere. Du stehlst? Das wirst du mir büßen. Ja! Komm schon! Die Stadtwache kann uns nicht sehen! Komm schon! Es tut mir ja auch total leid, ne, aber du wolltest ja nicht anders. So, bevor ich mit dir rede, räume ich dir die Küche aus. Was hast denn du hier Schönes? Noch ein bisschen Zeug? Unter anderem Gold, mit dem wir schön Hai kaufen können. Was ist da? Wolfsfell, was soll ich denn schon wieder mit Wolfsfällen, ey? Wolfsfälle braucht kein Mensch. So, ich hau mich jetzt mal heimlich in den sein Bett rein, weil es wird draußen langsam dunkel. Da schlafen wir einfach bis mittags. Und erwachen ausgeruht und frisch. Hier wird nicht geklaut, verstanden? Ich hab doch nichts geklaut. Ich würde nie auf die Idee kommen zu klauen. Gib mir mal die Redelustpflanze hier. Reiselust, Entschuldigung. Hey, Kleiner. Dich kenne ich ja gar nicht. Ist wohl noch nicht lange hier, was? Bleib in der Gosse, dann passiert dir auch nichts. Du gehörst zur Stadtwache. Und die Stadtwache vertritt das Gesetz. Also sei immer schön brav. Dann kriegst du auch keinen Ärger. Okay. Es gibt nur wenige Stadtwachen. Das war mal anders. Wir waren die Ersten, die in die Ruinen gegangen sind. Und viele von uns sind nicht zurückgekehrt. Das war noch bevor Inquisitor Mendoza mit seinen Leuten ankam. Wenn wir nicht gegen die Monster gekämpft hätten, wäre hier jetzt niemand mehr am Leben. Kannst du mich trainieren? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich auch sehen, wo ich bleibe. Schließlich haben wir ziemlich schlechte Zeiten. Gut, zeig mir mal, was du mir überhaupt beibringen kannst. Schwert kann er mir unter anderem beibringen, das ist natürlich gut. Stärke auch, das ist nett. Gut, ich gehe da mal weiter, ne? Man sieht sich. Das Schloss ist zu schwierig. Och, Menno, hier komme ich nicht rein. Oh, darf ich aufs Dach? Ich bin voll der Dachsteiger hier. Ist doch eigentlich ganz hübsch hier. Aber hier sind wir noch nicht, deshalb gehe ich mal wieder zurück hier. Bevor ich noch einbreche und dann bei irgendwem auf dem Schoß hock. Hallo Bart. Hey, du. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wenn ja, dann hätte ich da was für dich. Ach so? Was für ein Artefakt hast du denn anzubieten? Eine große goldene Schale. Wenn du sie haben willst, kostet dich das 150 Goldmünzen. Wer bist du? Mein Name ist Bart. Ich bin Schatzsucher. Genau wie meine beiden Brüder auch. Das liegt in unserer Familie, würde ich sagen. Es gibt noch mehr von deiner Sorte? Allerdings. Genau genommen sind wir drei. Olf und Düta sind meine Drillingsbrüder. Auch das noch. Okay. Woran arbeitest du gerade? Um ehrlich zu sein, zurzeit an gar nichts. Wie du sicher mitbekommen hast, haben die Weißen die Stadt abgeriegelt. Naja, und innerhalb der Stadtmauern gibt es in der Regel nicht so viel zu tun für einen Schatzsucher. Ich hoffe, dass Olf bald wieder einen vernünftigen Job für uns auftreibt. Ich will wieder in die Ruinen. Ihr Drillinge seid getrennt unterwegs? Düta habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Aber man sagte mir, dass Olf irgendwo im Händlerviertel gefangen gehalten wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Scheint dich aber auch nicht sonderlich zu beunruhigen. Olf ist ein harter Bursche. Der wird sich schon irgendwie selbst helfen. Wie immer. Na gut.
Ich werde mir das mit deinem gefangenen Bruder mal ansehen. Wenn du meinst, schaden kannst nicht. So, aber abkaufen tue ich dir hier ganz sicher nicht. Wer bist denn du hier noch? Ah, Kundschaft. Ich würde dir gerne den Laden ausräumen, darf ich? Was kann ich für dich tun? Ich bin der Nachfolger von Delgado. Ich bin der Nachfolger von Delgado. Oh, das hört man gerne. Willst du ein Bier? Geht natürlich aufs Haus. Ein Bier wäre gut. Hier, nimm erst mal einen Schluck. Was hat denn Delgado jetzt damit zu tun? Habe ich was nicht mitbekommen? Was kann ich für dich tun? Ich wollte das Gold abholen. Ach, so ist das. Mhm. Was ist? Wenn du unbedingt willst, bekommst du natürlich dein Gold. 100 Goldmünzen. Wie immer. Klingt, als kommt da noch ein Aber. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber ich hatte mit Delgado eine Vereinbarung. Ach so? Was für eine Abmachung? Nun, ich habe meine Schulden sozusagen abgearbeitet. Was meinst du damit? Naja, ich habe meine Ohren offen gehalten und Delgado gesteckt, wo man was holen kann. Dafür musste ich dann nichts zahlen. Natürlich gibt es auch ein Freibier. Deine Abmachungen interessieren mich nicht. Verstehe. Du brauchst das Gold. Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich muss mal gucken, wie viel ich in der Kasse habe. Hier, 100 Goldstücke. Dankeschön. Ich habe hier einen Heiltrank für dich von Belschwur. Danke. Ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Ich will dir immer noch den Laden ausräumen. Kannst du mir einen Witz erzählen? Klar. Pass auf. Oh, ein Schlüssel. Der Wolf, der Fuchs und der Hase müssen zur Inquisition. Der Wolf ist als erster dran. Den kenne ich schon. Echt wahr, der ist langweilig. So, wie sieht's jetzt eigentlich aus, wenn ich hier was einstecke? Hey, jetzt geht's rund. Wer hier was klaut, bekommt Ärger. Ja. Halt die Klappe, du Schweinebacke. Genug. Ja. Oh, shit. Jetzt geht's rund. Du elende Stadtwache. Los doch. Du denkst auch, ich hätte Angst vor dir, was? Boah, hab ich auch. Ich geb's zu. Immer fester drauf. Er hat genug. Erledigt. Oh, was hast du hier Schönes? Dickes Krautpaket, hä? Nichts. Wo hat denn der sein Schwert hingetroschen? Hey! Jetzt Wer hier geht's was rund. Klaut, bekommt Ärger! Tja. Mach schon! Was hast du denn vor? So, ein Hier gibt's nichts zu holen. Was hast du denn vor? Also zunächst einmal alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Was hast du denn vor? Was hast du denn vor? So, also mir geht's ganz gut aktuell. Du hast einen ganz schönen Wumms drauf, Kleiner. Natürlich habe ich das. Ich weiß nur leider nicht, wo dein Schwert hingeflogen ist. Das hätte ich nämlich auch gern gehabt. Du hast sie doch nicht mehr alle. Na, wenigstens legt er sich jetzt nicht mehr mit mir an. Gut, da können wir jetzt ein bisschen Hai essen, um unsere Kraft wieder aufzubessern. Hier, und da seht ihr schon hier Erfahrung 15 am Bildschirmrand. Jedes Hai-Steak gibt uns das und das ist echt toll. Weil wenn man das mal zusammenrechnet, wie viel in mich reinpasst, da gibt es ganz schön Erfahrung. So, und das dürfte doch bestimmt der Schlüssel für hier oben sein, hä? Na, das sehe ich doch gerne. So, dann nehmen wir den Laden jetzt mal richtig aus. Und dann gucken wir mal, was wir unten noch für komische Listen gefunden hatten. Weil wir wollen ja auch gucken, was da drauf steht. Könnte ja was Wichtiges sein, ne? Dann haben wir jedenfalls noch viel schöne Sachen, die wir verscharren können. Wildschweinfell inklusive, das ist schön. Und nochmal von vorne. Das war nichts. Ach. Ha! Und noch ein Wolfsfell. Na gut, Wildschweinfell wäre mir jetzt lieber gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. So, was sind denn das für Listen hier? Leere Spruchrolle. Aha, und hier haben wir die Liste von Meister Belschwur. Kochrezept.
für Fischsuppe, da brauche ich Heringe und Zwiebeln. Und sonst ist das alles sehr uninteressant. Wir können hier mal die Muscheln knacken. Hier gibt's nichts zu holen. Ich habe hier noch einen Goldbeutel. Mit 50 Goldmünzen sind es wieder ein paar Steaks mehr. Und das ist schön. So, wir müssen jetzt mal auf die Liste gucken vom Bellschwur. Wer kriegt denn jetzt noch was? Also der Josh und der Cole hat Finn, Elias und Martha kriegen noch was. Wo ist der Philippin? Bist du der Finn? Nee, du bist nicht der Finn. Bist du der Finn? Du bist der Finn. Bellschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. So, die Martha ist auf jeden Fall die Alte hier hinten. Elias, bist du nicht der Bauer, der hier irgendwo war? Wird sich doch herausfinden lassen. Haha! Ich soll dir von Bellschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. Hi. Nö, der will ja nicht weiter mit mir handeln, weil ich das Bett nicht bezahlt habe. Hat er Pech? Da kriegt jetzt die Martha erstmal noch ihren Heiltrank. Die wird sich freuen. Meister Bellschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Danke. Doch die Heiltränke von Meister Bellschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Oh je. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß schon, wo ich eins herbekomme. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. Viel Glück. Ich kümmere mich drum. Die kranke Bauersfrau. Na, sowas. Tach. Vielleicht kann ich ja bei dem hier noch ein Bett abkaufen. Hi. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für Sie. Was hab ich damit zu tun? Ich werde das Bett für Sie bezahlen. Das ist natürlich etwas anderes. Gib her. In Ordnung. Sie soll ihr Bett bekommen. Na also, geht doch. Blöder Kerl, mein Bett bezahle ich trotzdem nicht so. Und jetzt zurück zur kranken Bauersfrau. Die wird sich freuen, die kriegt ein schönes Bett. Wo ist er denn? Ah, da am Lagerfeuer. Deine Frau kann zu Costa umziehen. Ist das wirklich wahr? Ich danke dir, Fremder. So etwas hat noch nie jemand für uns getan. Du bist ein guter Mensch und sollst dafür belohnt werden. Wir haben nicht viel, aber geh zu meiner Frau. Sie hat etwas für dich. Was hat sie denn? Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Sieh mal an, du kannst ja doch reden. Ja, aber es strengt doch sehr an. Hier. Nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremder. Das werden wir dir nie vergessen. Kochrezept, was soll ich jetzt schon wieder kochen? Fleischtopf. Naja. Kannst du mal aufhören zu schubsen hier? Drängel nicht. Glaub ja, wo es hackt. Immer dieses Rumgedrängel hier, das kann ich nicht leiden. Menschenskinder. So, jetzt gehe ich mal zu dir. Du hast doch bestimmt noch ein bisschen was zum Verschachern. Lass mal deine Waren sehen. Beziehungsweise, ich habe noch ein bisschen was, das ich loswerden will. Ich habe hier noch jede Menge Pfeile, ein paar Knüppel habe ich auch. Das Schwert sollst du auch meinetwegen haben. Hier die ganzen Tränke kann... kann ich das benutzen? Das ist gut, das Stadtwachenschild nehme ich mir. Dann hätte ich jetzt noch zu bieten dieses, jenes. Das kannst du auch meinetwegen haben. Das kann ich dir alles verkaufen, das brauche ich alles nicht so unbedingt. Gut, dann habe ich hier noch eine zweite Schaufel. Davon habe ich auch zwei. Ganz toll, dass ich da sinnlos Geld für ausgegeben habe. Kochrezepte kannst du meinetwegen behalten. Die leere Spruchrolle genauso. Benötigt Alchemie, na sowas. Wein? Ich habe einen Wein irgendwo im Inventar. Wo habe ich denn den? Ich sehe hier keinen Wein. Was laberst du? Ich habe hier noch ein Messer und einen Besen. Ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts mehr, das ich dir anbieten könnte. Na gut. Ich
Ich krieg trotzdem meine Kohle und das ist gut so. So, damit dürften wir die Heiltrankgeschichte eigentlich auch fertig haben. Ich gehe mir noch ein paar Highsteaks kaufen, wenn ich schon mal hier bin. Zeig mal. Ganz. Hier und. Gib hier und ein. Gib hier und. Gib hier und. Immer schön her mit dem Hai. Hier und. Gib hier und. Gib hier und. Gib hier und. Gut, das soll mir jetzt erstmal genügen. Wie sieht's denn aus mit der Reiselust? Habe ich die schon genascht? Ich glaube nicht. Her damit. Gibt auch wieder 10 Erfahrungen. Oh, mein schönes Gold. Hai ist nicht billig, aber sehr nützlich. So, Bellschwur, pass mal auf hier. Hey, bleibst du hier oder was? Habe ich doch was für dich. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große... Ständig kriege ich hier komische Erfolge. Die heilige Flamme Samariter. Möge dich schützen. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Da. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, wenn der wüsste. Ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Hey, cool, danke. Ist doch mal nett. So, da sind wir jetzt hier soweit fertig, würde ich vermuten. Das ist doch schön. Da können wir jetzt weitergehen. Was ist denn hier unten noch so los? Hey, du! Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Ach so? Ah, das hat ja wohl noch Zeit, oder was? Hier sind wir nicht allein. Ach, und nochmal. Geht doch. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass der mich nicht sieht? Bisschen Gold und ein Witzrollchen. Hi. Ahoi, Fremder. Ich bin Nelson, Kartenzeichner. Ui, hallo. Was hältst du vom Gesetz des Inquisitors? Das ist zu unserem eigenen Schutz. Abgesehen davon hätte ich gar nicht den Mut, draußen rumzulaufen. Überall diese Monster aus den Ruinen. Verstehe. So, ich danke dir. War schön, mit dir gesprochen zu haben. Oh, hallo, ein Bandit. Hey, ich bin Sid. Hi. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Nö. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat. Und erzähl's mir. Alles klar, das klingt gut. Hallo, Fremder. Ich bin Casey. Hallo, Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Ich habe einen Weg gesucht und gefunden. Natürlich. Jemand wie du lässt sich nicht von ein paar Gitterstäben aufhalten. Allerdings. Genau. Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst? Genau. Er macht mir Geschenke. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Ah. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die anhaben? Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Nehme ich mal mit. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht,
verschwinden Sie. War schön, mit dir zu reden. Was willst du hier? Ach, ich darf hier nicht so... Ja, gut, ich gehe ja schon. Nelson, war das nicht der Typ hier? Oder bin ich da jetzt ein bisschen auf dem falschen Dampfer? Ich nee, ist schon richtig. Nachdenken. Naja, gut, der will den Ring jetzt aber gerade nicht. Ich nehme mal eben alles mit, was ihr so habt, ne? Wird euch doch nicht weiter stören, gehe ich mal von aus. Wenn ich hier mal ein bisschen plünder, das macht doch keinem was aus. Ist doch ganz was Feines. So, bin fertig. Gut, Leute, apropos fertig, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Und beim nächsten Mal gehen wir mal hier runter, mal sehen, was hier noch so alles auf uns zukommt. Ich finde die Stadt auf jeden Fall wunderschön, die ist irgendwie so richtig malerisch. Mir gefällt die richtig toll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.